Was geht ab, liebe Leute? Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Black Ops Multiplayer Action Deluxe vom Überpro. Er ist wieder back in action. Diesmal mit der Kuda M. Stead. Boah. Hör auf mit der Schüsse. Hör auf! Lass es sein, Junge! Hör auf! Schnell. Boah, scheiße. Die Angst ist real, ohne Scheiß, Leute. Die Angst ist so krass real gerade. Natürlich wieder in eine laufende Lobby gekommen. Das ist ja eine Leiche, Alter. Sagt es doch. Ey, wo kommen die denn? Alle da hinten an der Corner. Bin weg. Ich bin sowas von weg, Mann. Boah. Ja, die Kuda, Leute. Einige von euch haben die empfohlen, wa? Aber mit der Kuda komme ich ehrlich gesagt gar nicht klar. Wir müssen... Wir müssen gleich echt mal ins Menü, das habe ich beim letzten Mal vergessen. Der Kuda, ich weiß nicht, also... Komm schon, okay. Ziel erledigt. Aufgepasst. Ich habe den tatsächlich noch mitgenommen. Loser, Junge. Ach ja. Es gibt halt Waffen auf jeden Fall, mit denen ich besser klarkomme. Aber vielleicht wenn ich... Okay, mit der Einstellung geht es schon ganz geil, Alter. Das geht schon ganz klar. Das geht richtig klar gerade. Das geht richtig klar mit der Waffe. Was ist denn jetzt los? Alter? Normalerweise bin ich der schlechteste Spieler der Welt damit. Ohne Witz jetzt. Ihr glaubt es nicht, wa? Ja, wieso bist du schlecht? Das kann nicht sein. Hör auf uns zu verarschen, mäßig. Oh, ich hab's spekuliert, dass da... Weißt du, verschieße. Ey, mit langer Lauf, was ihr alle geschrieben habt auf die Waffe, ist die ja richtig nice. Alter Schwede. Oh, fuck it, Mann! Motherfucking bullshit. Was war das? Ach, das Ding hat mich erwischt, wa? Der Wächter. Ey, das geht ja voll klar mit. Was haben die denn für eine Bambusleitung da unten? Wo war der Typ? Alter. Ey, ohne Witz, Leute, mit der. Ey, ohne Scheiß. Nur mit langer Lauf draufgepackt bisher. Also gewechselt, was ihr öfters geschrieben habt. Und es geht direkt viel, viel besser. Was geht denn da? Wieder von hinten oder was? Ey, die wollen so hart kommen, mein Arschloch, Alter. Jungs, das bleibt Jungfrau. Das jungfräulich bleibt das. Versteht ihr das? Das ist halt auch das Ding. Deswegen wollen die es wahrscheinlich so heftig. Weil im Gegensatz zu deren ist meins halt noch jungfräulich. Versteht ihr, was ich meine? Ihr versteht schon, was ich meine. So, jetzt quatsche ich schon wieder viel zu viel. Und kacke ab. Granatengott Johnny Style. Alles klar, Assist Man ist back. Tot bin ich. Mann, es lief so gut zwischendurch. Dann habe ich angefangen zu labern. Halt doch dein dummes Maul einfach. Beste Granate. Yay, den hat's zerfetzt. Es hat so gut angefangen zwischendurch. Mann, Leute, ey, wir müssen gleich auf jeden Fall mal ins Menü. Wie gesagt, beim letzten Mal habe ich das vergessen. Und ach übrigens, die letzte Folge ist ja unnormal untergegangen wegen der scheiß Abo-Box. Also checkt die gerne nochmal ab, wenn ihr Bock habt. Weil, ich möchte es nicht sagen, aber da habe ich schon ziemlich rasiert. Also in Profi-Level-Bereich mäßig. So Leute, alles klar, zweite Runde in dieser Folge. Mal gucken. Ja, ich habe jetzt Dings reingepackt. Ich weiß nicht, ob das cool ist, aber ich glaube, ich habe das mehrfach schon gelesen. Auf die KN Schnellfeuer packen. Mal gucken, wie das abgeht. Keine Ahnung. Ich habe no idea. Alles klar. Läuft. Hinter mir. Alter.
Hast du den? Nein, wieso immer von hinten? Die verstehen das einfach nicht. Die verstehen es nicht. Ach mein Gott. Seht ihr, der will mein Arschloch und legt sich schon bumsbereit auf den Boden. Junge, du bist so verloren. Du bist so verloren. Hinter mir. Er ist gerade irgendwie ganz komisch, wa? Ne, da ist ja gar keiner. Ey. Das ist gerade echt komisch, Alter. Unsere Spieler sind komplett überall verteilt. Ich habe keine Ahnung, wo die Gegner kommen, dementsprechend. Alter, das haut ja richtig gut rein. Alter, das haut ja richtig gut rein. Alter, das haut ja richtig gut rein. Steh weg hier, Hilfe! Reaper erledigt. Hilfe, Hilfe! Oh, damit rechnet er niemals. Ach, der ist schon tot. Alles klar, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Oh, ich wusste nicht, wo ich den hinhauen soll. Genauso wenig wie den hier. Ist das gut gewesen? Ich hab keine Ahnung. Ich muss dazu sagen, eigentlich spiele ich sonst nicht mit Blitzschlag. Überhaupt nicht. Oh, die Manowar. Auch geile Waffe, habe ich aber noch nicht freigespielt. Ich glaube, es war Level 28 oder Level 32, wenn man die freispielt. Keine Ahnung. Oh Gott. Jeder fässt sich wieder bei den Händen beim Schießen. Richtig, Scheiß hier. Oh, so viel Glück muss man mal haben. Geile Scheiße, Alter. Weg hier. So muss es sein, Leute. Was habe ich denn? 13-0? Was? Ich? Oh Gott, jetzt geht's los, Alter. Jetzt kommt die Panik. Jetzt kommt die Panik. Seht ihr das? Nein, 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 nein. Schnell weg mit der Scheiße. Nein! Ich habe ihm sogar noch einen Boxer gegeben. Reflexbox. Ich hatte 14-0. Ich glaube, das hatte ich noch nie in meinem scheiß Leben. Nur mit eurer Hilfe, Leute. Oh, jetzt versage ich. Jetzt werde ich richtig ablosen. Boah, Leute, nur weil ihr an mich geglaubt habt. Zumindest zwei von euch haben geschrieben. Ey, das ist doch gar nicht so schlecht. Ja, für Noob ist es okay. So. Es war ja doch ein... Oh Gott, Leute, jetzt geht's richtig los. Das ist immer so. Es ist immer so bei mir. Wenn ich mal ganz gut anfange und dann sterbe, dann ist alles vorbei. Dann geht's richtig übertrieben bergab. So bergab, wie es... Ja. Feind am Boden. Scheiße, ich glaube, links in der Ecke ist auch noch einer, oder? Feindliche Drohne gesichtet. Oh. Ich glaube, links in der Ecke ist auch noch einer. Ich bin mir nicht sicher. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Nein! Feindliche Vorräte über uns. Kommen die da nicht? Dead Aiming, Alter. Scheiße. Krass. Oh Mann, Leute, es hat so gut angefangen, Mann. Du Stück Scheiße. Feindliche Schwebeladung im Operationsgebiet. Aber Schnellfeuer auf der Waffe ist ja unnormal krass. Warum hat es mir nie jemand vorher gesagt? Ich wusste das nicht. Oh, es fing so gut an, ne? Egal. Trauer nicht dem nach, was passiert ist. Achtung, feindliche Drohne nähert sich.
Ja, da ganz gut und schnell weg. Nein! Aber Leute, ist natürlich immer bitter, wenn du mit so einer Scheiße weggeholt wirst. Aber was soll man machen? Ey, ich, ohne Witz, ich spiele meine Runde des Lebens. Ey, wieso ist der nicht verreckt, Leute? Das muss mir mal jemand erklären, bitte. Kann mir das jemand erklären, warum der Typ jetzt nicht verreckt ist? Das versteht auch niemand von euch, oder? Ich mach 22 Kills und mein Team verliert trotzdem noch. Ich sag ja, Alter, genauso wie bei Star Wars. Ich sag's ja. Obwohl, bei Star Wars bin ich deutlich besser als bei Call of Duty. Aber wenn einer wie ich für ein Team so viele Kills macht und das Team, jeder davon noch schlechter ist, ja, das ist einfach... Das sagt alles aus. Das sagt einfach alles aus. Ne? Reaper ausgeschaltet. Die spawnen doch bestimmt hier irgendwo. So, Jungs. Das wird eine Niederlage. Mehr anstrengen. Granate! Oh Gott. Reißt euch doch mal zu. Ey, Leute, da kannst du auch nichts machen, Mann. Da kannst du nichts machen. Was soll ich denn noch mehr machen, Mann? Und wieder von hinten. Ey, die wollen so hart kommen. Mein jungfräuliches, enges, geiles Arschloch, Alter. Das bleibt auch so für immer. Verstehst du das nicht? Feindliche Schwebeladung im Operationsgebiet. Ah, den hat er schon. Ah, ich wollte eine miese. Habt ihr gesehen, meine miese Taktik? Und wieder von der Seite. Ach, Mann. Ach, Mann, Mann, Mann. Ich schreibe einfach in den Titel: Eine halbe Nuklearfass. Ja, das werde ich tun. Das werde ich einfach tun. Ja, fast, fast, aber nur. Bin ich hier der Einzige, ach, der Leute, kämpft? Scheiße hier, ey. Mann, ey. Das ist... Das muss ich... Ich muss nichts dazu sagen. Ich muss nichts dazu sagen. Jeder in meinem Team im Minusbereich. Jeder Einzelne. Ich hatte 14-0. Jetzt habe ich 25-11. Sagt auch alles über mich aus. Ach, Leute. Bitter. Bittere Pille, die ich da schlucken muss. Na gut, Leute, wir gehen jetzt trotzdem nochmal ins Menü, bevor ich das Video vergesse. Und dann können wir noch kurz mal gucken, welches Waffenlevel ich bei den Waffen bin. Was natürlich interessant ist, um zu sagen, was man da am besten reinpacken sollte. Und ich werde euch kurz sagen, mit welchen Waffen ich ganz gut spielen kann. Ja, es kann ja sein, es ist ja auch immer so, man muss es ja auch immer selber... ja, wollen, erstens mit der Waffe zu spielen und natürlich dann auch umgehen. Es kann ja auch sein, dass jemand, keine Ahnung, Alter. Es kann ja sein, dass jemand mit der Snipe der übertriebene Profi ist, selbst im Nahkampf und so, und der sagt, das ist für mich die beste Waffe. Aber mit der würde ich nicht klarkommen, sagen wir es mal so. Gut, also, wir haben die KN, ist schon voll ausgerüstet. Ich sage euch kurz, welche Waffen mir richtig gut gefallen, ne? Also die Razorback ist natürlich geil, da könnt ihr auf jeden Fall mal was vorschlagen. Vespa weiß ich gar nicht, ich habe irgendwie mal mitbekommen, dass die runtergeschubt worden ist. Ist das so oder ist es nicht so? Ich komme mit der auf jeden Fall nicht so gut klar. VMP und Kuda natürlich. Also die drei. Sturmgewehr KN auf jeden Fall, hat man ja gerade gesehen. HVK hat mir auch ganz gut gefallen, aber ich weiß nicht, ob die gut ist. Müsst ihr mir denn sagen. Manowar, wie gesagt, ist noch nicht freigeschult, obwohl die mir auch gut gefällt. Sobald ich die frei habe, können wir da auf jeden Fall auch mal eine Klasse gemeinsam machen. M8 A7 ist sowieso absolut geil, finde ich persönlich. Ja, XR2, ich weiß halt nicht, wenn man die M8 hat, braucht man dann die XR2? Ich weiß es nicht. Also mit der M8 komme ich auf jeden Fall besser klar als mit der XR2. Ja, ansonsten war es das.
So, ihr wisst Bescheid jetzt. Unten rechts seht ihr die Level, welche ich habe. Welches Waffenlevel ich habe. Ansonsten bin ich jetzt insgesamt, welches Level bin ich insgesamt? 26. Ja. Spezialist. Bräuchte ich eigentlich auch mal was Neues. Eigentlich spiele ich oder habe sehr, sehr gerne den Firebreaker natürlich gespielt. Den Flammenwerfer-Bastard, der natürlich, braucht man jetzt keinen Skill für den, aber er haut natürlich extrem rein. Aber bis dahin, keine Ahnung. Ja. Na gut, egal. Das war's. Jetzt seid ihr gefragt, welche Waffen da was sein könnte, hätte sein können für mich. Also wie gesagt, KN spiele ich super gerne, M8 auch super gerne und die VMP ist auch ganz geil. Also das sind die drei Waffen, die ich am liebsten zocke. Alle anderen könnte man dann trotzdem nochmal gucken, wenn ihr da irgendwas habt oder halt nicht. Gut, das war's Leute und wie gesagt, checkt gerne die letzte Folge auch aus. Denn die wurde geschluckt von Drecks YouTube, die Abo-Boxen sind unnormal im Arsch. Egal. Wir hören uns beim nächsten Mal, lasst auf jeden Fall gerne auch ein Like da, würde mich sehr freuen, wenn wir wieder die 1000 Likes schaffen. Ich denke, das sollte kein Problem sein bei euch und bis zum nächsten Mal, haut rein, tschüss.